Willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch ein HP. Das ist so eine Speakerbar für einen HP-Monitor. Nur den Monitor habe ich nicht, aber die Speakerbar. Na? So. Die ist halt relativ simpel verpackt, weil das ja eigentlich nur Zubehör sein soll. So Anleitungen und so braucht man nicht. Dann werden wir hier mal einen kurzen Blick drauf werfen. Erstens einmal haben die das extrem gut eingepackt. Ein schönes langes USB-Kabel. Na. So, da ist das schöne Stück. Hier sind diese Befestigungsnuppels, weil das Ganze wird so unten auf den Monitor drauf geschoben. Und mit der Taste kann man das dann wieder lösen. Hier sind die Lautsprecher drunter. Hier haben wir noch einen Kopfhöreranschluss und einen Mikrofoneingang. Das heißt, da dürfte auch eine USB-Sound-Dings drinnen sein. Und hier ein Lautstärkenregler. Der geht aber, sage ich mal, elektronisch auf den Lautstärkenregler vom, in meinem Test war das Windows. Und dieses kleine Ding hat einen recht guten Wumms. Nur den Wumms kann ich euch leider nicht demonstrieren, weil der kommt über mein Mikrofon nicht richtig rüber und wenn ich es hier über den Mikrofonausgang, dann habt ihr nicht den Wumms vom Lautsprecher, sondern nur von der Elektronik drinnen. Nur uns interessiert, wie schaut dieses Dings von innen aus? Mal schauen, wie haben die das zusammen? Die müssen es ja irgendwie zusammengebaut haben. Also kann man das auseinanderbauen. Ich vermute, das Lautsprechergitter ist hier nur eingeklippt. Warte, ich suche mal das passende Werkzeug. Ich finde gerade dieses Set von iFixit nicht, nur dadurch, dass ich ja vorhabe, die sowieso nicht mehr zusammenzubauen. Werden wir das mit einem Schraubenzieher versuchen und irgendwie, ja. Also das kann man hier mal auseinanderbauen. Sind da vielleicht Schrauben drunter versteckt? Machen die Hersteller ja gerne. Mal die Etiketten darunter. Ah, da fühlt sich nichts. Und da fühlt man auch nichts. Ist das geklebt oder geklebt? Das haben die sehr interessant verschlossen. Ist das hier? Rumps. Okay, hier sind Clips. Schrauben. Sehe ich da?
nicht wirklich welche. Keine Schrauben, das heißt, es hilft dann nur noch rohe Gewalt. Das scheint geklebt zu sein. Hier ist so eine Art, ich vermute, Doppelklebeband. Okay, aber da hört sich's geklipst an. Hier ist einmal ein Lautsprecher und der ist schön gesteckt. Die schauen wir uns dann genauer an, die Lautsprecher. Jetzt werden wir schauen, ob wir das noch weiter auseinander kriegen. Das vielleicht. Da sehe ich nirgendwo Schrauben.
Hier sehe ich Schrauben drunter. Aber hier sind noch Schrauben. Aha, das hier ist nur so ein Gummiding, wie es auch in vielen Boxen ist. Das heißt, das Ding hat in Wirklichkeit nur zwei Lautsprecher. Und jetzt sieht man da auch die versteckten Schrauben. Das heißt, hinter diesem Gummi sind auch noch Schrauben. Und hier sind dann die letzten. Okay, jetzt wissen wir für die Zukunft, wie wir das Ding auseinander kriegen. Das heißt, das Gitter ist geklebt und darunter sind dann die Schrauben versteckt. Ist die Platine. Die interessiert uns ja am meisten. Hier ist der Lautstärkenregler. Das dürfte nur so ein optisches Ding sein, weil das kann man komplett schön durchdrehen. Und wie ist das da überhaupt fixiert? Ist da nur reingeschoben. Ja, das USB-Kabel ist hier mit Superkleber oder Heißklebersitzer einfach da nur reingeklebt. Und der dürfte auch nur gesteckt sein. Jetzt ich schau mal, ob man die. Das wird nur drauf gesteckt sein. Ja. Gut, da ist eine Mutter mit drinnen. Da muss ich mir überlegen, wie ich die lösen kann. Weil ich habe jetzt nicht so einen Schraubenschlüssel bei der Hand. Da bräuchte man so einen Steckschlüssel. Okay, ich suche mal einen, wir sehen uns gleich wieder. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Elektronik. Es ist alles schön gesteckt. Hier ist der USB-Anschluss. Die zwei Stecker gehen hier für Mikrofon und Lautsprecher. Hier sind die Lautsprecher angesteckt, die können wir euch abstecken, diese kleinen, süßen Mini-Dings. Und als Lautstärkenregler haben wir hier einen Drehdrück ohne Drück.
Die Platine schaut sehr vernünftig verarbeitet aus. Gut, dann arbeiten wir uns einmal durch, von links nach rechts, würde ich sagen. Okay, in Wirklichkeit sind nur die Lautsprecher gesteckt und die anderen Stecker, das sind die, die man nicht stecken kann, sondern das sind die, wenn man die Lize reinsteckt, verriegelt die Feder und das bleibt so. Also das hier, ich kann das Wort nicht aussprechen, Integral Regler oder wie? Ihr könnt es mir in die Kommentare versuchen zu mit Lautschrift, wie man das richtig ausspricht. Also der dreht sich ganz einfach nur durch und gibt halt den Impuls. Dann haben wir hier einige ICs, einige Aufkleber. Und hier ist aber auch nichts Besonderes. Da haben wir nur eben Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang. Auf der Rückseite ist nur ein bisschen Hühnerfutter. Aber jetzt werden wir uns die Platine genauer anschauen. Schauen wir uns einmal die ganzen ICs drauf an. Der hier oben, das ist ein W013C. Über diesen IC habe ich nach langem Suchen nichts gefunden. Dieser IC und dieser IC, das sind HT6876. Das sind Mono Glas D Verstärker. Klar, soll ja einen Wirbel machen. Dann diese vier ICs, der hier, und der hier, das sind alles DI02034, das sind Operationsverstärker. Also bis dahin eigentlich nichts Besonderes auf der Platine. Dann haben wir hier ein EEPROM, also ein EEPROM. Und diese zwei ICs, die sind besonders interessant. Das hier ist ein Microcontroller, ein 8S003F. Der wird mit 12 MHz getaktet. Das erklärt auch, warum hier ein 12 MHz Quarz drin ist. Und ein ganz interessanter Chip ist der ziemlich große. Ich hätte am Anfang gedacht, dass das eher der Microcontroller ist, aber das stimmt gar nicht. Das ist ein ESMT AD62556. Das Ganze ist ein Universal Audio CD. Das Ding managt Line-In, Microphone-In, Kopfhörerausgang, hat AD-Wandler drinnen, DA-Wandler drinnen. Also das ist praktisch eine komplette Soundkarte in einem Chip. Und der ganze Rest da rundherum, das ist im Prinzip nur Hühnerfutter, Kondensatoren, Widerstände, alles Mögliche. Und eben die Rückseite ist absolut unbesonders. Interessant ist nur, dieser Audiochip dürfte relativ warm werden, weil genau drunter haben die zur Kühlung so einen riesengroßen Lötbompel drauf gemacht. Und die Datecodes von den ganzen ICs, also die zumindest welche drauf haben, sind von 2018. Das heißt, jetzt wissen wir ungefähr, wann das produziert worden ist. Ah, das hätte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen. Dieser universelle Audio-IC, der hat auch das ganze USB-Management drinnen. Das heißt, im Prinzip bräuchte man nur dieses Ding, theoretisch dieses Ding, Verstärker-ICs, und man hätte schon eine primitive USB-Soundkarte. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in eine Soundbar von HP. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.